Wir laufen nicht weit. Die freut sich immer auf Frischfleisch. Frischfleisch. Was mitfahren möchte. Ich bin wieder gehässlich, da. Nein, so meine ich das gar nicht, Mann. Bist du denn schon bei uns in der Facebook-Gruppe? Ich weiß nicht, ich glaube, du hast mich eingeladen, aber ich habe bis jetzt nicht wirklich was gemacht. Und ich weiß gerade wirklich nicht, wo mein Handy ist. Aber ich habe mein Handy liegt vor mir und ich habe gesagt, ich weiß nicht, wo mein Handy ist. Ja, eilt ja nicht. In der Gruppe nicht. Schickt noch eine Anfrage, Freundschaftsanfrage, dann kommst du zu uns in die geschlossene Gruppe. Dann hast du auch immer alle Infos, wann was stattfindet, abends und am Wochenende. Ich war der, du was geschrieben hab. 60. Da hast du nicht geantwortet, hast nicht gesehen. Nach der Maut nach Lyon. Wo mein PC nicht ging, ich hab da geschrieben, also ob ich dabei sein darf, aber wie man, also mein PC ging für ein paar Minuten nicht, nur 30 okay, Minuten oder so, und da habe ich dir geschrieben, ob ich in Teamspeak nur sein darf, aber dann hat der PC sich von alleine repariert oder keine Ahnung, irgendwas, also er geht jetzt wieder. Ja. Selbst reparierenden PC, den bräuchte ich auch. Aber seh es mir nach, wenn ich nicht jede Nachricht, die ich bekomme, irgendwie behalte, mitunter übersehe ich wohl auch welche. Das ist einfach zu viel jeden Tag. Ich hab dir jetzt geschrieben, ich bin der Jan, bitte in die Gruppe. Was hast du geschrieben? Ich bin der Jan, bitte in die Gruppe. Okay. Kann man beinahe sein, dein PC zu warm geworden und deswegen runtergeschrieben. Der ging überhaupt nicht an und so, aber jetzt geht eh alles wieder. Ich glaube, vielleicht irgendein Kabel war locker. Schätze ich mal. Ich aber auch durch die Überhitzung so. Kommen, dann schaltet er sich auch ab. Kann sein. Wo seid ihr jetzt nochmal? Ich hatte wieder ein Rendezvous mit der Leitung. Hinter Mons und Calais. Da hinter Lyon. So, ich bin bei der Tankstelle da oben. Ja, damit du kannst rein. Allgemein lustigen Match. Nach der Mautstelle. Also das macht Spaß. Ehrlich gesagt. Er lacht sich wer ab. Die Tischererbse. Und wer liegt denn hier auf dem Kopf? Vorsicht, Landtor auf dem Kopf in der Mittelspur. Ich bin liegen geblieben, damit der Vivi noch was hat für seine Vergückte auf dem ESL-2MB. Und dann auch noch einer von der Security, also echt. Das ist aber kein gutes Vorbild. Oh. Hey, das geht absolut gar nicht. Stell mal vor, wir hätten mal einen wichtigen Konvoi. So, wo seid ihr denn jetzt gerade? Zum Glück passiert mir das. Nach Lyon. Okay. Ja, ich habe jetzt gerade... Bei ich mir muss... ist heute Abend... wir sind jetzt, ja, jetzt musst du runter. Deswegen ja, passiert runter. Das schon mal. Ja, ja. So, also ich hab jetzt gerade... Was, recht runter? Ich hab jetzt gerade noch mit einer Spedition gesprochen. Warte mal ganz kurz, als Info. Philly, an der ersten runter oder an der zweiten runter? An der zweiten. Richtung Paris. Ist das Geld von den Securities nicht klar? Ja, da wird ziemlich so noch was ändern bei der Lackierung. Wenn ich den Stadtbaumeister mit seinem kaputten Getriebe hier jedes Mal mir vorbeirauschen höre, klappern mir die Zähne, echt. Also ich komme jetzt mal nach Lyon. Und dann müsste ich... Solange sie nicht ausfallen, die Zähne? Nein, alle Bomben fest. Wer war das vorher, der was gesagt hat, ich fahre meinen Truck bis 100%? Schade. Ja, genau, er war das. Ja? Das ist der Pete oder so, keine Ahnung, aber... Nein, der Stadtbaumeister. Didi und alle anderen hier, der Chefetage, ich muss mit euch dann nach dem Konvoi am besten nochmal im eigenen Channel reden. Ja. Ja. Jo. Welche Firma hat uns beauftragt? Nicht beauftragt, ich habe jetzt erstmal grob mit ihnen geredet. Apropos beauftragt, Chris, ich werde noch eine E-Mail-Adresse einrichten. Ja, das ist gut. Wo alles hingeht. Ja. Ja? Boden. Ah! Oh, was denn hier? Didi! Didi liegt auf
der Seite, Didi liegt auf der Seite. Bön. Leute, Leute, Leute. Oh, da liegt er ja auf der Seite. Muss ich alles rausschneiden. Nee, das bleibt schon alles drin. Muss ich jetzt abschleppen lassen, oder was? Das gibt eine Abmahnung. Eine nur? Ja, ich schreibe mir morgen eine. Bibi. Seid ihr an Lyon vorbei? Ja, ne? Ja, wir fahren jetzt an Dijon. Was ist vorbei? Also, dann kann ich auch nach Dijon. Ja, ja, kannst du. Wir sind kurz vor Dijon. Ich fahr auch nach Dijon. Was? Wer ruft denn da die ganze Zeit? Didi seine Frau. Ah. Grüße an Didi seine Frau. Ja, die hat gerade gesehen, wie ich mich auf die Seite gelegt habe, ja. Vater! Er muss auch mal wieder eine Runde fahren. Das ist schon ein bisschen her, wo sie das letzte Mal, glaube ich, gefahren ist, ne? Ja. Ach, guck mal, der Janik ist auch hier. Ja, ich muss mich hier abschleppen lassen. Ich habe mich schon auf den Kopf gestellt. Er muss sich abschleppen lassen. Der hat einen Kopfstand gemacht. Ja, toll. Ja, und? Ich bin halt Stuntman. Ja, bei der Security. Was soll denn das? Bei mir ist es irgendwie heute übelst mit Lag vollgeballert und dann lässt es sich sehr kacke fahren. Geballert. Kauft dir mal einen vernünftigen Rechner. Ich kann mir keinen leisten. Ja, dann stell die Grafik runter. Die ist schon ja auf ganz niedrig. Ach du Scheiße. Du Scheiße. Oha. Also ich habe also wirklich das erste Mal auf ganz alles auf niedrig gestellt hatte, bei ETS 2, da habe ich das Gefühl, dass die Grafik schlechter war wie bei ETS 1. Nee, wie bei Minecraft. Alles auf niedrig. Die ist ja auch komplett kacke. Ich zog alles auf Ultra. Ich zog, das war jetzt geil gesprochen. Ich zog alles auf Ultra. Die Grafik kann ich mal nicht machen. Und außerdem, normalerweise fahre ich immer ganz vernünftig. Ich fahre nur immer jetzt so kacke. Gegen die Mauer. Vivi, was für seine Videos hat. Ja, ist klar. Sonst würde ich eigentlich ganz normal immer fahren. Genau, ist klar. Deswegen warst du auch in dem verrückten ETS 2 Part 2. Ist klar, ne? Deswegen warst du da auch zu sehen auf der Seite. Ja, das war auch beabsichtigt. Ach, ist so. Ach, beabsichtigt, genau. Habt ihr eigentlich mitgekriegt bei dem nächsten ETS-Update, also, dass man die zweite Achse, also die Lenkachse, dass man die liften kann? Oh. Ja, ganz hochstellen. Sobald der DAF der Euro 6 kommt, kann man die Liftachse, hat man eine Liftachse. Also ab der 1.14. Das freut mich. Ja, ab 1.14. Was mich persönlich stört, ist, dass sie nicht den ersten Mercedes reingenommen haben. Dadurch, dass sie natürlich jetzt die neue Lizenz haben. In Dijon? Nee. Was? Nein. Worüber ich mich natürlich was freuen würde, wäre, wenn sie den ETS 2 mal ins Vierer Scania einfügen. Das wäre natürlich... Geil wäre es, wenn sie das mit den Brücken hinkriegen würden. Mit dem Tandemzug. Ja. Alter, wenn die das wirklich gescheit hinkriegen, Alter... Dann wirst du aber einige fluchen hören, ne? Das ist mega. Oder Gigaliner wäre natürlich auch mega awesome. Ja, natürlich, Gigaliner sowieso. Oder Schwertransporte mehr so, also richtig mit Lenkachsen und so was alles. Wart ihr an Dijon vorbei? Ja. Das haben die da auch bescheuert gemacht, ne? Hätten die nicht von Dijon gleich eine rüber machen können? Bei der Mausstelle da oben. Ich muss jetzt hier rüberfahren, ey, so einen großen Bogen. Ich glaube, ich bin wieder falsch. Wie groß ist der Bogen? So groß. Ey, du fährst da hinter mir. Kannst du nicht falsch fahren. Ja, du warst ja auf der A31. Du musst gleich ab. Felix, der Mechaniker, der hat kein Voice-Ding. Wer sitzt da eigentlich in dem Wald? Bisschen weiter vorne kommt eine Baustelle, da wird's etwas eng. Eng ist ein lebbarer Begriff. Abfahren gemusst. Entschuldigung. Hätt jetzt abfahren gemusst. Bernd 1, hallo Bernd 1. Bin jetzt gerade zweimal drin, ne? Fahrt ihr über die A31? Bernd hat ein Timeout, der eine. Bernd, der normale Bernd. Ich müsste echt mal aufnehmen, wie ich fahre. Ja. Ey, lass es bitte. Naja, kriegst du wahrscheinlich noch die Kündigung für die Convoy Coast Security. Ja, wäre auch nicht schlimm. Fahrt ihr über die A31?
Ne, warte mal, ich muss rechnen. Nein, wir sind auf A6. Ich bin Paris. Seid ihr eigentlich schon vorbei? Ja. Ja. So ein Mist nochmal hier. Ich komm nicht ran. Flummi, gib Gummi, dass die Reifen qualmen. Jetzt konnte ich mich das vorhin ist gar nicht schon mein Job. Vom Rocktox verabschieden. Konnte ich gar nicht mehr machen. Ja, waren wir nicht vorhin noch mehr Fahrzeuge, sag mal? Ja, waren wir auch. Wo sind die denn alle hin? Ich verfahre mich. Ich glaube, drei mussten die anderen weißen, was sie machen. Aber hab ich also erst vor einer Dreiviertelstunde oder so. Oh. Die anderen zwei, glaube ich, sind ein bisschen woanders. Ich bin in Paris. Was? Ja, in Paris. Schön. Ja. Hab ich hier alleine nachgeduckt? Ja, ich bin die ganze Zeit von meinem Radar verschwunden. Dann bin ich einfach, hab ich mich einfach gebeamt. Ach so, Cheater, ne? Aber eine Frechheit. Nö, Schnellreise. Ich hab hier eine Garage überall. Ich kann mir sogar leisten. Doch, ja, Cheater. Was du laberst, hab ich mir alles erspielt. Ich meine, das Schnellreisen ist Cheaten, ja. In einer gewissen Art und Weise, ne? Ja und? Tschüss. Ja. Unsere App ist gerade in der Freischaltung. Jawoll, ist doch geil. Guck mal, ob es funktioniert. Yannick, die Website ist übrigens off. Ich weiß. Ja, wieso? Ist immer, wenn er sie aufs Dach legt. Ja, schön. Ja, ich hab den Server, den habe ich in meinen LKW geladen. Der hat jetzt einen Schaden. Nee, sag mal, warum ist denn die offline? Hm. Also, Webseite ist doch online. Was hast du denn? Ah, nee, da. Die Webseite ist momentan im Offline-Modus. Janik, da müssen wir uns mal drüber unterhalten. Ja, ich wollte die nämlich eben, der wollte nämlich nochmal drauf gucken. Der Chef. Und dann war sie offline. Moment, ich guck mal nach. Ist nämlich nicht gut, wenn die genau in dem Moment offline geht. Und vielleicht noch so ein Kontakt-Ding. Weißt du, wo man einfach mal so eine Nachricht schreiben kann. Das wäre vielleicht nochmal gut. Mountstelle. Hat er den Link zum Livestream, also dass ich so sehen kann, Beef, wie ihr... Och, Rette! Twitch TV und dann einfach / WWDD. Okay, passt. Ihr seid nach der Mautstelle, nach der Tanke, ne? Okay. Das richtig. Ja. Jawohl, dann hab ich euch gleich. Ja. Update, wie oft noch. Billy, was war denn? Sie noch mal einfach mal lang, geht's auch. Ich hab eben nicht ganz zugehört. Also ich hab noch gesagt, dass ein Kontaktformular vielleicht noch gut wäre. Ja, ja, das habe ich schon noch mitbekommen. Aber wo die jetzt, wo wir jetzt sind. Wer ist noch da? Achso. Ich glaube kurz vor Paris, oder? Ja. Ah, der Bernd, den ist hier in Paris. Aber der ist ja nicht der MTS, der ist ja eben weg. Ah doch, der Band 1 ist da. Aha. Ja, der normale Band hat einen Timeout und dann ist er wieder reingekommen, ist Band 1. Was alles automatisch passiert. Ja, das ist leider Go-Shift gerade. Ja, ist nichts Schlimmes. Hä? Super, wo machst du denn? Nein! Bin jetzt an der Maut, schön. Ja. Ja, wo an der Maut? Ah, das wird hart! Das hat gewumst. 1% Schaden. Ja, sagt ihr mir jetzt noch irgendwie, an welcher Maut ihr seid, oder? Wir wissen, auf Stillschweigen. Paris. Ich bin bei der Seven. Fahrt ihr durch Paris? Ja. Okay, gut. Ich bin in Paris, ne? Mit 130 fährt er in Paris rein. Didi. Was
richtig gesägt, Alter. Rote Ampel.